So, wir sind back. Kölle. Karriere und heute geht's ran gegen Hertha BSC. Bis auf Zimmermann. Und. Ah ne, Schindler ist auch noch raus. Ja, Schindler raus. Lemperle rein und Zimmermann raus. Peters rein. Ja, Schindler ist im Arsch, weil der letztes Mal ja gespielt hat. Und dafür ist Lemperle jetzt aber wieder fit. Und Zimmermann ist halt auch im Arsch vom letzten Mal. Der war ja vor dem Spiel auch schon erschöpft. Vor dem DFB-Pokalspiel. Deswegen jetzt Pause. Und ja, Peters, wie gesagt, rein. Easy Boy, schade. Auch wieder topfit. Ja. Wir brauchen definitiv hier heute einen Dreier. Wenn nicht, ist Hertha, glaube ich, wieder vor uns. Die sind ja 9. Wir 7. 13 Punkte für uns. Die haben 11. Chilliger Pass. Nein, ja, das ist das 1-0. Oh mein Gott. Horn, ich kann's nur jede Folge sagen. Wie krass haben wir Horn gepusht, dass er den hält, Mann. Ich finde das immer noch so krass, was der mittlerweile hält. Ja, perfekt. Oh, starker Lauf von Easy Boy hier. Komplett durch. Necken können wir, komm schon. Silke, ja, kommt nicht ran. Mit Peters schieße ich mal lieber nicht, da habe ich ein bisschen Angst. Keins. Martel. Schlecht genommen. Jetzt überrennen die uns. Ach du Scheiße. Übers. Boah, sehr stark. Rausgepasst. Selke. Da kommt noch jemand im Rückraum mit. Da ist. Oh, keine schlechte Idee. Der hohe Pass auf Peters. Abseits. Schade. Wieder Peters da vorne. Ah, den kann man halt nicht, noch nicht gut schicken da mit seinem 40-50 Tempo. Oder hatte der 60 und 40 Schuss? Irgendwas mit 40. Und das ist 2-0. Oh mein Gott, oh Mann. Irgendwie müssen wir jetzt zweite Halbzeit zwei Tore machen. Es sei denn, wir kassieren noch eins, dann müssen wir einfach drei Tore machen. Bis jetzt läuft es ja nicht so gut. Einen vernünftigen Torschuss hatten wir. Die ballern uns richtig da zu, da hinten, ey. Scheiße. Bittencourt rein, Gündogan raus. Gefällt mir die letzten Spiele gar nicht mehr. Vielleicht doch zu offensiv einpositioniert. Weiß ich nicht, da läuft gar nichts. Tote Hose bei ihm da vorne. Deswegen jetzt Bittencourt rein. Das ist jetzt ein Bruch. Alter, die nutzen aber die Chancen auch nicht gut. Aber jetzt, ich kann nichts machen. Ich kann, jeder Ball geht wieder zu denen. Ach, komm, bitte. Ja. Ey, also wirklich, Hertha, wirklich, ich hoffe, ihr steigt in die dritte Liga ab. So ein Fotzenverein. Ey, aber immerhin, muss man mal so sagen, immerhin läuft es in FIFA für die, ne? Weil in Real Life kracht es ja komplett. Sorry, einfach mal chillig. Einfach mal 3-0 gegen Hertha hier verlieren, ja, chillig. Peters, schöne Nacht. B
Bitte, 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 das kann doch schon wieder nicht sein. Wir wechseln meine ein nach Verletzung, Comeback. Kann er dann nochmal 20 Minuten spielen, aber bitte. Oh, ich kann das nicht mehr, diese geschenkten Bälle immer. Ich verstehe das aber auch. Also wirklich, Karriere, da werde ich. Ich habe zwar meine Theorien, aber ich werde niemals durchsteigen. Was hier die Spiele so betrifft, also wir gewinnen gegen Bayern, Dortmund, Gladbach, komplett easy, aber gegen eine Wichs-Mannschaft Hertha hier kriegen wir wieder richtig einen reingedübelt. Saisonauftakt gegen die krassesten Mannschaften, juckt uns gar nicht. Dann kommen wieder diese mittelstarken bis schlechten Gegner und die nehmen uns einfach komplett auseinander. Also ich verstehe ich verstehe Karrieremodus einfach nicht. Wie kann das sein? Dass die Top-Mannschaften immer Erster sind, aber die gleichzeitig so kacke sind. Ich verstehe es einfach nicht. Komm, Peters. Oh, Mann. Ich hätte so gefeiert, hätte er sich nochmal belohnen können. Sehr schöne Flanke von Selke. Peters, ja, Torwart ist auf einmal auch der Beste irgendwie. Selke. Ah, oh, klar. Ich will mal eine Ecke mit Peters schlagen. Vielleicht kommt da irgendwie ein Lucky Tor zustande und dann hat er sich eine Vorlage geholt. Oh, das glaube ich nicht. Wie geil war die Ecke denn geschossen eigentlich? Hallo? Schön gemacht, Hübers. Ah, nächste 4-1-Niederlage, wie im Pokal. Irgendwas läuft hier schon wieder nicht rund, Mann. Das kann nicht sein. Dass wir zwei, drei Spiele vorher Gladbach ziehen. Das war's. Nächste 4-1-Niederlage. So. Oh, nächstes Spiel. Conference League. Danach wartet Bremen. Ja. Halbzeit. Jetzt geht die Rückrunde hier los in der Conference League. Und das, also, ich bin froh, dass wir da bis jetzt so gut durchgekommen sind, weil das ist irgendwie doch ganz schön knapp noch. Jetzt, klar, müssen wir gegen Bodo Glimt, wenn wir gegen die gewinnen, ist das Ding hier gefühlt durch. Aber gut, nächstes Mal Conference League. Tschüss.